Vor der Begegnung von Jos Kurid und Magna Wiener Neustadt sind der Rieder Trainer und der Kapitän der Innviertler einmal mehr aneinander geraten. Ein Rieder Urgestein gegen den Trainer des Jahres 2009, der im Innviertel Kultstatus erlangt hat. Hinter wem stehen nun die Fans mehr? Hinter dem Kapitän oder doch hinter dem Trainer? Das ist eine schwierige Situation, würde ich sagen. In erster Linie ist der Trainer verantwortlich, keine Frage. Der Drechsel ist ein Typ, der was alles gibt im Endeffekt für den SV. Ja, und so ist er auch schon. Er muss auf der einen Seite muss er aufpassen, dass er vielleicht nur eine Saison dranhängen kann in der Riet, ne? Also ich darf eher sagen, ich darf da einen Trainer, er ist ein gerechter Typ, keine Frage. Und er stützt die beste Mannschaft, ne? Der Trainer hat die Verantwortung, der hat auch das Recht, dass er das auf, den aufstellt, den er glaubt, besser zu sein. Wahrscheinlich muss man beide anschauen. Man muss den Trainer seine Meinung anhören, genauso den Spieler seine Meinung anhören. Und das, die Quintessenz aus diesen beiden Meinungen wird wahrscheinlich dann der Kompromiss sein, dass er wieder spielt. Ich bin selber Trainerin, habe eine Mannschaft und ich denke mir, der Trainer wird es entscheiden und wird wissen, warum er aufstellt oder wen er aufstellt und warum er aufstellt. Der Herbert Drechsel ist sicher einer, der in Ried Großes geleistet hat und ein prima Kapitän ist. Spielt aber auch sicher das Alter eine Rolle. Mit 36 Jahren wird es natürlich immer schwieriger. Wickerl Drechsel will oder darf die Situation nicht mehr kommentieren. Der Trainer nimmt es von der heiteren Seite. Denn Drechsel ist in der Startformation gegen Wiener Neustadt mit dabei. Wir haben endlich einmal für etwas Hetz bei den Medien gesorgt. Alles andere, no comment. War nicht so schlimm, wie teilweise berichtet worden ist. Es hat ein kurzes Gespräch auch gegeben nach dem Kaffenbergspiel. Ist ganz klar, durch alle Beteiligten, aber es war schnell wieder alles vom Tisch. Peter Schöttl hat leicht lachen, spielt doch in seinen Reihen Patrick Wolf, ein Ex-Rieder, der ins Nationalteam einberufen wurde. Es ist ein bisschen überraschend für mich, dass der im ÖFB-Nationalteam ist, aber es ist ein schneller Spieler, das ist ein Positivum, das muss man auf alle Fälle sagen. Wir haben ihn seinerzeit von Gradkorn in der zweiten Liga nach Ried geholt, unter Heinz Hochhauser, aber bei uns hat er den Durchbruch eigentlich nicht geschafft. Dann ist er nach Kärnten in die zweite Liga zurückgegangen, von dort zum Wiener Neustadt, und dort hat er sich einfach weiterentwickelt, wahrscheinlich auch in der Persönlichkeit, und jetzt hat er es geschafft hinauf. Er ist, wie gesagt, ein sehr schneller Spieler. Aber er ist nicht sehr torgefährlich, Gott sei Dank für uns. Werden wir sehen, hoffen, dass es auch heute so bleibt. Ja, er hat sich wirklich sehr gefreut, wie er die Einberufung bekommen hat. Und ich hoffe, dass er natürlich heute hier in Ried, wo er ja gespielt hat, wirklich an die Leistungen der ersten beiden Wochen anschließen kann. Dann hat unsere ganze Mannschaft ganz gute Chancen heute. Zum Torschützen hat es, wie von Stefan Reiter prophezeit, Patrick Wolf in dieser Begegnung nicht gebracht. Hannes Aigner kann jedoch in Minute 8 einen Pass von Grünwald nutzen und auf 1:0 stellen. Die Innviertler wirken etwas machtlos und finden kein Rezept gegen Wiener Neustadt. Drechsel spielt zwar von Beginn an, wird aber in Minute 78 von Hammerer abgelöst. Eine 0:1 Niederlage in der Keine-Sorgen-Arena bringt möglicherweise doch so manche Sorgen nach Ried. Ja, ich glaube, wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Wir waren nicht in den Zweikämpfen, haben aus nichts ein Tor bekommen und haben dann die wenigen Chancen, die wir gehabt haben, leider nicht genutzt. Ja, ich glaube, wir haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Und ja, das ist das, was uns ausmacht. Wir haben gehofft für 90 Minuten, das haben wir heute auch gesehen, und das ist ein sehr großes Plus für uns.